Bevor wir Sie zu einem speziellen Shopping-Erlebnis entführen, informieren wir Sie über Neuigkeiten aus der Branche, und zwar wie immer in der Rubrik News. Auf der Website von GastroSuisse kann ab sofort der Branchenspiegel 2016 bezogen werden. Der Branchenspiegel informiert über die wichtigsten Kennzahlen aus der Hotellerie und Gastronomie. So kann man zum Beispiel nachlesen, dass die Schweizer Wohnbevölkerung 2015 genau 22,442 Milliarden Franken für Essen und Trinken ausser Haus ausgegeben hat. Oder dass ein Gast durchschnittlich 21 Franken, 52 Rappen für einen Tagesteller in einer Beiz gezahlt hat. Downloaden kann man den Branchenspiegel unter www.gastroprofessionals.ch. Vom renommierten Gourmet-Restaurant bis zum gemütlichen Grotto. Über 600 Schweizer Restaurants sind im neuen Guide Bleu La Suisse Gourmande 2016 aufgeführt. Die Restaurants sind nach Kantonen gegliedert und von einem Team, Zitat, qualifizierter und passionierter Tester beurteilt worden. Es ist übrigens der einzige zweisprachige Schweizer Restaurantführer. Kostet tut die Bibel 50 Stutz. Weitere Informationen gibt es auf www.guide-bleu.ch. Vegan Mania, was schwer nach Technoparty tönt, ist in Wahrheit ein veganes Strassenfest, das am Samstag, 25. Juni in der Altstadt von Aarau stattfinden wird. An über 60 Marktständen kann man sich mit veganen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Das Gesamtprogramm sehen Sie auf veganmania.ch. Coca-Cola hat Grund zum Feiern. 3, 2, 1, go! Okay. Seit 1936 ist der internationale Brand in der Eidgenossenschaft zuhause und mit über 900 Mitarbeitenden lokal verankert. Anlässlich am 80. ist in Dietlike das Visitor Center am 2. Juni eröffnet worden. Während dem zweistündigen interaktiven Rundgang können Besucherinnen und Besucher künftig die Welt von Coca-Cola hautnah erleben. Ein Highlight ist der Coke Jump, der ein persönliches 360-Grad-Video erstellt. Zu der Besichtigung gehört aber auch die hochmoderne High-Speed-Pet-Abfüllanlage. Und die hat es in sich. Also die neue High-Speed-Pet-Linie, das ist das Neueste, was die Technologie momentan zu bieten hat. Das war eine Investition in den Schweizer Werksplatz von rund 18 Millionen Schweizer Franken. Und die produziert 42'000 Halbliter PET-Flaschen pro Stunde, spart gleichzeitig etwa 6'000 Liter Wasser pro Stunde, und wir konnten auch einen Platz Dietlike 16 zusätzliche Arbeitsplätze generieren.